Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Hukain hat einen neuen Tabak auf den Markt gebracht, den Fantanas, und wir wollen heute mal gucken, ob der taugt. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück bei der Shisha WG. Wie gesagt, Hukain hat einen neuen Tabak rausgebracht, und zwar einen Ananas-Tabak, den Fantanas. Wie gewohnt von Hukain, 16,90 Euro, kostet das Ganze, kommt in der gewöhnlichen Hukain-Verpackung. Abgesehen von einer kleinen Besonderheit, das hatten wir auch schon auf manch anderen Dosen, hier steht das Sins 2020 mit dem Plus vorne drauf, was bedeutet, dass dieser Tabak schon TPD-konform ist. Heißt aber auch, dass eben keine Minze und kein Menthol mehr drin ist. Wie gesagt, 200 Gramm sind drin, 16,90 Euro kostet das Ganze, also alles eigentlich wie gewohnt von Hukain. Schnitt und Feuchtigkeit gucken wir uns jetzt als erstes mal im Kopfbau an. So Leute, wir kommen mal zum Kopfbau vom Fantanas von Hukain. Wie immer Leute, ne, erst einmal ordentlich durchrühren, dann lockern wir wieder unseren Tabak auf, nehmen uns hier ein bisschen Tabak auf die Gabel und streichen das einfach hier seitlich in den Kopf. Ums Verteilen kümmern wir uns dann gleich noch, aber Schritt 1 ist erstmal ordentlich Tabak in den Kopf reinpacken, damit wir genug Tabak im Kopf haben. Ne? Nee, ihr wisst Bescheid. Ne? Wir packen den erstmal hier immer locker fluffig an den Rand und schnappen uns dann die andere Seite von der Gabel bzw. unseren Stecher. Übrigens, bevor die Frage wieder aufkommt, Leute, diese Gabelkombination hier mit dem Stecher, das gibt es leider nur in Russland. Ich habe mir das selbst auf einer Messe mitgenommen, als ich Anfang des Jahres in Russland war. Ja, gibt es leider nicht in Deutschland. Ich weiß, dass sie sehr, sehr viele sehr gerne hätten, und ich würde euch auch gerne verraten, wo man die kaufen kann, aber ja, gibt es halt leider einfach nicht. Ne? Da müsst ihr wohl einfach mitkommen nächstes Jahr zu Hooker Club Show nach Russland. Wir sehen hier auch schon beim Kopfbau den Schnitt und die Feuchtigkeit, und das geht auf jeden Fall beides extrem klar. Also sehr, sehr angenehmer Schnitt, würde ich sagen. Sehr, sehr angenehme Feuchtigkeit. Der ist gut feucht, aber ist auf jeden Fall nicht zu feucht. Wir hatten ja schon häufiger bei Hukain die Probleme, dass Tabak dann relativ feucht war, aber bei dem Fantanas hier ist das eigentlich absolut kein Problem. Ja, ich habe mir jetzt den Oblaco L genommen und ich bin gerade noch am Überlegen, ich habe den ja schon ein paar Mal geraucht jetzt, den Fantanas, ob ich hier noch ein paar von den Menthol Plus Steinen reinpacke von Hukain, und ich glaube, das machen wir auch. Wir schnappen uns da die Packung, schütteln die einmal ordentlich durch und schnappen uns da jetzt einfach hier so ein paar einzelne Steine und stopfen die da so in die Lücke. So ein paar sollten reichen, ja, man braucht nicht so viele Steine. Hier noch ein kleiner. So, und das sollte auf jeden Fall reichen. Wie gesagt, habe ich den Tabak ja schon ein paar Mal geraucht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich da noch ein bisschen Menthol dran haben möchte. Aber Leute, wir wissen es ja, ne, Minze, Menthol jetzt an sich verboten im Tabak. Aber mit so Steinchen dann eben so ganz einfach gebaut. Da kommt jetzt noch der Kalaut Lotus 1 Plus drauf und dann schmeißen wir Cola an. Ja Leute, wie ihr im Kopfbau eben schon gesehen habt, Schnitt und Feuchtigkeit geht mehr als klar. Es kommt mir tatsächlich so vor, als hätte Hukain da noch mal ein bisschen an der Feuchtigkeit gearbeitet. Es sieht ein bisschen weniger feucht oder ein bisschen weniger übertrieben feucht aus, wie das sonst bei Hukain oft der Fall ist. Und der Schnitt sieht auch ein Ticken geiler aus. Also gefällt mir sowohl von Feuchtigkeit als auch vom Schnitt her schon mal deutlich geiler als bei den anderen Hukain-Sorten, die wir bis jetzt so hatten. Gerade so die Burley-Sorten können ja hin und wieder doch schon mal ganz schön krass feucht werden. Der auf jeden Fall nicht, bei dem ist das sehr, sehr angenehm. Leute, purer Ananas-Tabak ist oftmals ein sehr, sehr schweres Thema. Und mir fällt in der Tat nur ein anderer Ananas-Tabak ein, den ich überhaupt pur rauchen würde oder aber trotzdem meistens zum Mischen benutze, aber der wirklich gut ist. Ja, also es gibt nur einen anderen Ananas-Tabak, meiner Meinung nach, der wirklich gut ist. Das ist der von Aquamenta, der Pineapple, der ist auch sehr, sehr nice. Den benutze ich auch sehr gerne. Wie gesagt, ich rauche selten Ananas pur. Aber wenn ich den mal zum Mischen benutze oder wenn ich den Ananas-Tabak zum Mischen benutzen wollte, dann war es bis jetzt eigentlich immer der Aquamenta Pineapple. Jetzt kommt der Hukain raus und dann stellt sich uns natürlich die Frage, ist das einer, den wir pur rauchen können? Ist das was Besseres als der Aquamenta zum Mischen oder na, wie ist das so? Und natürlich auch generell, wie ist der Ananas denn überhaupt? Ja, und wie gewohnt in den Tabak-Reviews arbeiten wir uns da die normalen Punkte entlang. Schnitt, Feuchtigkeit und Preis hatten wir ja schon, was bedeutet, als nächstes kommen wir zum Geruch. Deswegen rieche ich auch nochmal dran.
Und Leute, es hat mich direkt an eine Sache erinnert. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt sie eigentlich nicht in Deutschland. Ich habe sie früher immer im Italienurlaub getrunken. Das ist Bacardi Breeza. Es ist so ein Alkopop-Getränk von Bacardi. Und da gab es eben ein Getränk, das war Ananas. Und genau wie dieses Getränk gerochen hat, minus die Alkoholnote, die da am Start war, so riecht dieser Tabak. Also wenn irgendjemand von euch die Bacardi Breeza Pineapple kennt, dann weiß er genau, wie dieser Tabak riecht, wenn man sich diese leichte Alkoholnote wegdenkt. Aber es ist einfach eine sehr, sehr leckere, süße, aber trotzdem ganz leicht frische Ananasnote. Also es ist jetzt keine Minze und kein Menthol, aber es wirkt irgendwie so, als hätte man eine Ananas aus dem Kühlschrank geholt und die frisch aufgeschnitten. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also es wirkt irgendwie wie eine sehr, sehr frische, kühle Ananas, aber eben ohne diese typische Minze oder ohne diese typische Mentholnote. Aber vom Geruch her schon mal absolut nice. Also gerade weil ich diese Bacardi Breeza Dinger früher so gerne getrunken habe, holt mich der Geruch von dem Tabak schon mal heftig ab. Bleibt nur zu hoffen, dass es im Geschmack auch so ist. Und dafür nehmen wir erstmal noch ein paar Züge und gucken uns die Rauchentwicklung an. Oh, Kamera weg. Ja, Leute, leider muss ich sagen, er schmeckt nicht ganz so geil, wie der Geruch das so hat erwarten lassen. Aber Leute, jeder Reviewer immer, der Tabak schmeckt nicht so krass, wie er riecht. Haben wir ja immer, vom Geruch her sind die meistens noch mal einen Ticken krasser als vom Geschmack. So leider auch bei dem Ananas von Hukain. Nichtsdestotrotz schmeckt er sehr, sehr nice. Er schmeckt nach einer leckeren Ananasnote. Was mich mega begeistert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man viel Ananas isst, hat man manchmal so ein leichtes Kratzen oder so ein Bitzeln im Hals. Und das habe ich tatsächlich auch bei diesem Tabak, was ich wirklich mega krass finde, dass sie das umgesetzt haben, dass das vom Aroma von der Ananas genauso krass rüberkommt, wie wenn man tatsächlich Ananas isst. Fand ich auf jeden Fall verrückt. Die Ananasnote ist gut getroffen. Von dieser frischen Note spürt man jetzt im Geschmack nichts mehr. Es ist eher einfach eine süße Ananasnote. Ich muss aber leider sagen, auch diesen Ananas-Tabak würde ich wahrscheinlich nicht pur rauchen, sondern eher zum Mischen benutzen. Aber er schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr nice. Kann er für mich den Aquamenta ersetzen? Ich würde sagen, nein. Sie sind schon noch so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Der Aqua Pineapple, der hat halt immer noch diese Aquanote. Also wer so eine schön frische Ananas haben will, dem würde ich empfehlen, den Aquamenta zu nehmen. Und wer eher eine süße Ananasnote haben will, dem würde ich empfehlen, den Hukain zu nehmen. Also beide haben für mich auf jeden Fall immer noch eine Daseinsberechtigung. Ich finde beide geil und ich könnte nicht sagen, ich würde lieber den oder den nehmen, weil ich für verschiedene Anwendungszwecke halt einfach verschiedene davon nehmen würde. Aber Leute, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tabak geworden. Wir stellen fest, auch mit der neuen TPD-Regelung ohne Minze und Menthol kann man immer noch geile Tabaksorten herstellen. Und wenn euch die Minze oder das Menthol fehlt bei Hukain, so wie das bei mir mit dieser Ananassorte so wäre, ich weiß nicht, wenn ich einen Ananas-Tabak rauche, dann denke ich an Sommer und dann will ich da auch Frische mit dabei haben. Dann macht ihr es wie ich eben im Kopfbau und ihr packt einfach noch ein paar von den Mentholsteinen dazu. Und so wie ich ihn jetzt gebaut habe, schmeckt er auf jeden Fall lecker frisch. Also, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ananas-Tabak, Leute. Wenn ihr ihn schon probiert habt, gerne mal unten in die Kommentare eure Meinung dazu reinschreiben und ansonsten noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.